Ändert sich jetzt gar nicht mal so viel. Und ich finde das Betonding tatsächlich sogar hier am geilsten. Das Dach bleibt weiter aus. Oh, Moment. Holz mit Treppe. Ah ja. Ja. Machen wir Holz mit Treppe. Eingangsbereich machen wir mal extravagant nach rechts. Pflanzen, Deko. Hier brauchen wir aber auch wieder das hier, oder? Das ist ganz cool. Schädeldeko. Nein, wir brauchen hier auch die Bernsteindeko. Damit hier alles beleuchtet ist. Kaffee zum Mitnehmen gibt es hier. Wollen wir auch hier mal was für unsere veganen Freunde reinhauen? Oder sollen die einfach das Gras von den vom Boden essen? Ja, machen wir einen veganen Burger hier reinkommen. Wir gehen mit dem Hype mit. So. Dann haben wir jetzt hier natürlich gar nicht mal so extrem viel Platz, um was aufzubauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe jetzt hier auch noch andere Tische gesehen. Und zwar haben wir noch runde Tische. Die da. Und da kann man jetzt was Schönes zusammenstellen. Wir machen das jetzt mal so. 1, 2, 3. Dann machen wir hier 1 und 2. 1, 2, 3. So. Muss ich erstmal selber was trinken. Und dann bauen wir uns hier mal den Restaurantbereich für das vegane Essen auf. Was natürlich sehr cool ist, da der Essensbereich vom veganen Restaurant direkt neben der Küche vom Fischrestaurant ist. Aber ist halt so. Kommt dir erstmal der Geruch von geschmortem Hummer in die Nase. Wenn du hier dein Tofu-Brötchen isst. Tofu-Brötchen. So. Dekoration in diesem Fall kann man auch nochmal ein bisschen variieren, dass das nicht alles gleich aussieht. Man könnte dann einfach hier diese Mauer nehmen. Boah, das hätte eigentlich saugut zu dem Fischrestaurant gepasst, ne? Aber es sind ja trotz allem immer noch Fossilien hier. Das sind ja keine... Dann passt das eigentlich auch hier dran. Wir machen einfach mal jetzt hier so weiter. Das kommt hier an die Seite. Und das kommt da an die Seite. Und das lassen sie mich jetzt aber wenigstens miteinander verbinden in dem Spiel. Das finde ich sehr cool. Ich dachte jetzt nämlich eben gerade schon, dass man das nicht hinkriegt. Aber da stimmt halt was nicht, oder? Das ist ja überhaupt nicht gerade. Jetzt hier nur die Frage, warum? Was habe ich denn da anders gemacht als bei dem oben drüber? Na gut, das ist minimal. Das kann man, glaube ich, noch gerade so verkraften. Umgebung, nee, Dekoration, da haben wir noch so viel Zeug. Einfach so einen riesen Haufen Scheiße mitten ins Restaurant setzen. Dass man da mal ein bisschen rumgucken müsste, was wir da noch alles hinbauen können. Das finde ich auch nicht schlecht, aber das passt halt gar nicht da rein. Das ist auch viel zu groß. Flugsaurier-Statuen. Boah. Weiß ich halt nicht, ob das jetzt... Was aber auf jeden Fall geil passen würde, wäre das hier. Wie man eben sagt, okay, die haben jetzt hier an den Tischen keinen Sonnenschutz. Da müsste ich aber allerdings an alle vier Dinger was dran bauen. Das ist auch wieder sehr unklug. Dann nehmen wir einfach die Dinger.
Obwohl das auch unklug ist. Im antiken Griechenland galt das als gerade. Das ist auch wieder richtig. Du hast auf jeden Fall, du hast durchschaut, das stimmt. Und das Ganze soll ja auch so einen kleinen griechischen Look haben, auf jeden Fall. Naja, passt das doch super geil. Einfach so ein Öltank noch mitten reingesetzt. Optimal. Was macht man denn hier noch so wirklich rein, was da einigermaßen passt? Sowas würde irgendwie reinpassen, aber auch diesen so riesengroß einfach. So ein Turm? Ja, das kann man reinmachen für die Kinder. Komm, das ist so ein Kinderspielturm. Da können die Kinder reinlaufen, das ist doch eine ganz schöne Sache. Gut. Dann brauchen wir hier erneut Lichter. Und wir greifen natürlich wieder auf die Altbekannten zurück. Und setzen die, zack. Und zack. Neben oder zwischen alle Tische. Obwohl sogar die Wände sind beleuchtet, sehe ich gerade. Das müsste hier drin eigentlich so ultra hell sein. So. Ist doch ganz cool. Jetzt haben wir schon mal drei verschiedene Restaurants, die man hier besuchen kann, wenn man hier reingeht. Hast du Bock auf Barbecue? Dann gehst du eben hier rein. Da hinten noch mit separatem Areal. Da kannst du dann gleich erstmal das Essen wieder rauslassen, wenn es vielleicht nicht ganz so gut gewesen ist. Wir sind immerhin hier auch in Kanada. Und dann kannst du hier rüber gehen. Hier gibt es dann vegane Burger aus Tofu. Ja, da hast du dann so ein bisschen griechische Optik. Ich muss hier aber den Rasen noch wegmachen, fällt mir gerade auf. Oder du gehst hier drüben ins Fischrestaurant und da hast du dann eben hier den Klassiker, der inzwischen wirklich am lamesten aussieht, finde ich. Das sieht inzwischen echt extrem langweilig aus. Da gehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal kurz ran. Lass uns erstmal ganz kurz hier den Boden ein bisschen wieder ein bisschen sandig machen. So ist das schön. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir jetzt hier allerdings gar nicht mehr. Ich mach mal kurz wieder Licht an, dass wir dass wir am Tag auch was Schönes sehen. So. Was machen wir jetzt damit, ist die große Frage. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich auch nicht vorgehabt, die anderen Dinger jetzt so aufwendig zu bauen. Aber ich finde halt, dass gerade das Ding hier recht geil aussieht. Im Dunkeln zumindest, im Hellen. Eher nicht so. Aber das hier ist zum Beispiel auch im Hellen ein ganz schöner Hingucker. Und das hier ist eben einfach nur so... Ja, ist halt ein Stein draußen, da. Ist so uninspiriert. Was haben wir denn noch für Optionen bei der Deko, was man da noch hinmachen könnte? Ne, das Zeug nicht. Ja, das ist auch alles Quatsch. Das sind eigentlich die guten Deko-Sachen. Man könnte höchstens sowas noch außerhalb hinbauen als Abdeckung. Man könnte auch sagen, okay, das ganze Teil hier wird von so Springbrunnen ummantelt. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Da bleibt uns nicht mehr allzu viel übrig. Ah. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das Ganze bleibt einfach mal relativ so. Dann haben wir eben hier noch eine Seite, die jetzt eben nicht so komplett... Naja, ich sag mal, mühevoll gestaltet wurde. Aber vielleicht kriegen wir ja wenigstens noch mit den Steinen irgendwie eine schöne Konstellation hin. Ich den gerade mal raus. Den gerade mal raus. Dass man eben auch einfach sagt, okay, wir machen hierhin 1,
2, 3. Und dann aber auch hier hin. Moment, das muss... Ein bisschen Platz in der Mitte brauche ich schon. Dann kann ich dann nämlich noch irgendwas Cooles draus machen. So. Ja, das hält jetzt der andere Stein im Weg. Okay. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Dann könnte man nämlich die Dinger hier irgendwie an die Seite dran bauen, dass die irgendwie, was weiß ich, wofür verantwortlich sind. Schatten machen. Ja. An Orten, wo man eher keinen Schatten braucht. So. Na komm. Nee, es ist, glaube ich, wirklich mit der Maus manchmal ein bisschen einfacher. Trotzdem finde ich die Steuerung hier mit dem Controller echt ganz geil umgesetzt. So, jetzt haben wir das dann da außen rum. Jetzt will ich es hier auch gar nicht so übertreiben mit irgendwelchen anderen Faxen noch. Dann haben wir jetzt eben hier ein Restaurant, das dann noch ein bisschen offener quasi ist, mit ein paar Lichtern außerhalb. Und dann haben wir hier das komplett abgesperrte und dann haben wir hier noch das da. Man kann höchstens noch mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch kleine Pflanzen da mitten reinsetzen. Für den Jurassic, das ist geil. Das Ding ist geil. Für den Jurassic Look. Genau, irgendwie solche Pflänzchen noch. Oder noch irgendwas Schöneres vielleicht. Oh nee. Das ist ein bisschen zu wuchtig. Ja, ist wieder nah am Feuer dran, ich weiß, aber das müsste vom Abstand her trotzdem passen. Da sollte schon nichts anfangen zu brennen später. So, das wäre also auch hier mit drinnen. Ne, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber... Ja, einfach, dass da halt irgendwie so ein paar Pflänzchen noch mit drin sind. In dem einen oder anderen Bereich. Gerade hier sieht es sonst ein bisschen zu trocken aus. Nee. Ist entweder zu klein oder viel zu groß. Es gibt keine perfekte Größe. Was ist denn das hier? Ui. Das gefällt mir gut. Ja, das Ding ist geil. Mal ein bisschen versetzt hier noch. Aber nicht so blöd spiegelverkehrt. Muss schon in irgendeiner Form natürlich aussehen. So, das gefällt mir gut. Die finde ich geil, die Bäume.
platziert? Was ist denn das für ein Baum, ey? Ich will irgendwas Normales machen, mit einer normalen Größe, was man hier reinsetzen kann. So ein Kaktus passt natürlich auch hier rein und am besten genau neben den Kinderplatz. Dass die Kinder, wenn sie nämlich mal nicht gerade auslaufen, einfach mit Anlauf in diese Stacheln reinfallen. So. Ich suche übrigens auch gerade einfach nur Pflanzen aus, die hübsch aussehen und die eventuell giftig sind. Das, was auch schon Hammond damals gemacht hat. Aber das war ja nicht der Problem des Parks später. Das heißt, giftige Pflanzen in Räume zu stellen, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Weil da, die sind auch alle so extrem winzig. Das hier ist abgefahren. Ja, das sind aber zwei verschiedene. Das passt schon mal nicht. Gut. Bin ich zumindest gar nicht mal so schlecht. Ich werde aber noch irgendwas hinbauen müssen, dass man das irgendwie so... Ah, da haben wir doch was Schönes. Dass man das beim Durchgehen quasi ein bisschen abgeschirmt hat hier alles. Und ich mag ja tatsächlich auch Pflanzen im Garten als Sichtschutz. Mehr als Zäune und so ein Kram, ne? Wir haben uns jetzt zwar bei uns für den Garten auch einen Zaun bestellt, beziehungsweise da kommt noch ein Zaun hin, aber auch nur, weil so Pflanzen als Sichtschutz ist halt echt extrem aufwendig zur Pflege. Und vorher hatten wir im Garten Thujas gehabt. Und Thujas, es ist wirklich, wir haben die nicht verrecken lassen, es war der Vorbesitzer gewesen, der hat sich halt hier um den Garten gar nicht gekümmert, aber Thujas, ich kenne es von meinem Bruder auch, der hat die auch im Garten stehen, die fangen so von innen heraus an zu verdörren. Und das merkst du dann erstmal gar nicht. Und dann, wenn du es merkst, und die fangen dann langsam auch an, von außen braun zu werden, dann ist es schon zu spät. Die Dinger sind auch sauteuer. Zumindest in der Pflege. Wasserkosten und der ganze Kram. Kriegst ja nichts mehr geschenkt heutzutage. Außer auf meinem Kanal, da ist der Content komplett kostenlos, also lass ein Abo da. Das war eine Überleitung. Das hier im Weg. Ey, ich könnte auf jeden Fall im echten Leben, könnte ich niemals irgendwie eine Art von Gestaltung machen. Nie, ich würde einfach ständig wieder irgendwas abreißen müssen, weil ich nicht alles von Anfang an durchdacht habe. Aber das muss auf jeden Fall weg. Das muss auch weg. Das stört. Wir müssen ganz kurz auf Sicherheit verzichten, weil ich hier Busch brauche. Und Prioritäten müssen gesetzt werden. So. Och Mann, ey, je mehr ich jetzt das Restaurant und das hier weiter aufpimpe, umso beschissener sieht das hier einfach aus. Das ist halt echt... Keine Ahnung, ey. Als wäre es von Colin Trevorrow gemacht worden. Ja, okay, der war vielleicht ein bisschen hart, aber trotzdem sieht es nicht schön aus. Man kann das auch nochmal mit Busch ein bisschen abgrenzen, aber ich glaube, dass Busch das auch nicht mehr sehr viel schöner macht. Obwohl, Moment. Vergesst, was ich gesagt habe.
Na, da passt jetzt nichts mehr hin. Obwohl der Busch ist halt dann ein bisschen auf der Bank mit drauf. Aber das ist ja in echt auch so. In vielen Parks wird da auch einfach drauf geschissen. Hat jetzt so ein bisschen so einen Biergarten-Flair, ne? Ich glaube, hier gehen die ganzen Malle-Urlauber einfach dann essen. Aber die sollen ja auch einen Platz in meinem Park haben. Von daher passt das auch schon. Gut. Busch macht alles schöner. Jetzt gefällt mir das hier nicht mehr. Aber sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir den Park hier langsam mal ein bisschen aufbauen. Gut, das Besucherzentrum haben wir jetzt hier. Ich würde sogar sagen, dass es Sinn machen würde. Ah, nee, komm, die Restaurants lassen wir erstmal jetzt in Ruhe. Ich wollte gerade nämlich sagen, dass wenn man im Restaurant selber hinten dran ein Fenster macht oder ähnliches und dann auf so ein Dinosauriergehege schauen kann. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Sind die größer als die Hecke? Nee, ne? Ah, schade, ey. Das wäre auch noch ganz cool gewesen. Ja. Das kann man jetzt komischerweise relativ nah hier reinbauen. Das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Moment. Haben wir hier auch irgendwas wie so Flutlichter, die von unten nach oben leuchten? Gibt es da irgendwas in dem Spiel? Ja, natürlich mal wieder nicht. Das hier würde wohl am ehesten rankommen, weil das ein bisschen nach oben geneigt ist zumindest. Ich weiß aber nicht, wie stark das Ding leuchtet. Das hier würde passen. Das kannst du wieder nicht benutzen, weil es nur für die Lagune ist. Auch für die Lagune. Ja, man probiert es einfach mal damit aus. Ob das hier irgendwie einen Effekt hat im Endeffekt oder nicht. Das sehen wir dann gleich. Na, wahrscheinlich eher nicht. Nur mal in dem Besuchermodus. Das wirkt schon relativ cool. Ein bisschen creepy vielleicht, weil das einfach ein Totenkopf, ein Skelett-Dino ist. Aber ich will mal schauen, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier wirklich die Umgebung mal auf Nacht schalte. Ja. Hat nichts gebracht, ne? Nee. Nee. Das kannst du leider echt vergessen. Wahrscheinlich gibt es hier sogar irgendwas, was das Ding beleuchten kann. Ich meine, der ist ja sogar von unten noch beleuchtet, sehe ich gerade. Aber es reicht halt eben nicht für die Nacht. Sind die Dinger hier beleuchtet? Aber das ist auch dumm, die außerhalb hinzustellen. Das hier ist beleuchtet. Ja. Da brauchst du wieder Wasser dann dafür. Schönen guten Tag, Sky Baryon. Schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, du bist fit und dir geht's gut. Und ich suche jetzt hier gerade mal Ach! Ja, Moment. Das sieht zwar nicht so cool aus, weil du diesen Turm sehr wahrscheinlich auch von außerhalb dann sehen wirst, aber der beleuchtet wirklich das gesamte Skelett. Passt.
War es auf jeden Fall schon besser als eben gerade. Du erkennst auf jeden Fall hier schon mal, dass da ein Dinosaurierkopf rausguckt. Ist eine coole Sache. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier aber auch nochmal ein paar Lichter hinmachen zu den Dinosaurier-Skeletten. Und dann nehmen wir doch einfach dieselben nochmal. Nur mal zu gucken, ob das gut aussieht. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Dass du aber halt wenigstens hier Licht hast, wenn du den Park betrittst. Ja. 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 Definitiv. Danke, ja. Alles gut. Hoffe, dir selbst geht es auch gut. Mir geht es auf jeden Fall gut, ja. Ich habe hier wunderbaren, inzwischen eiskalten Kaffee. Ja, der ist schon ziemlich geil. Und ansonsten bauen wir gerade unseren perfekten Jurassic Park auf, beziehungsweise wurde der Name Jurassic Leaf für diesen Park hier bestimmt. Was ich einen sehr schönen Namen finde. Was wollte ich denn? Achso. Wieder Licht anmachen. Ja. Dann haben wir jetzt das hier auch abgehakt und begeben uns dann jetzt mal hier an diesen Part vom Park. Ich will allerdings hier an die Seite noch irgendwas dran machen. Das soll nicht so nackt aussehen. Da würde ich einfach sagen, fangen wir jetzt mal an, den Park hier so ein bisschen spannender zu machen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Sowas zum Beispiel hier. Erstmal so Ausstellungsstücke kommen. Das ist mir zu klein. Hier von so einem T-Rex-Transport-Dingensbummens. Genau. Und dann kann man natürlich auch da direkt dann mal oben dran ein Schild setzen. Tyrannosaurus Rex. Gehegeschild zwar, ja, aber wir nehmen das natürlich jetzt hier mal als Informationsschild. Dafür, dass die Leute dann eben auch hier erfahren, okay, dieses Ding hier ist für den T-Rex gedacht. Was haben wir denn hier? Pteranodon Show, Mosasaurus Show, Jurassic Park. So ein Schild brauche ich noch, genau. Ah, Moment, das ist ja noch cooler. Kann man sowas noch da dran bauen? Geht es? Ja. Das ist cool. Ja, das Spiel hat zwar verschenkte Möglichkeiten oder verschenkte Chancen, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man das eigentlich alles ganz gut wieder ausgleichen. Jetzt geht es hier wieder los, dass es nicht genau akkurat passt, aber das ist ja auch nur dafür da, dass man eben weiß, dass man das hier nicht zwingend betreten darf. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal einen anderen Boden, aber diesmal nehmen wir keinen Sand. Das hier müsste eigentlich Betonboden werden. Pelz haben wir höchstens. Ja. Das geht auch. Als Ausstellungsstück. Ich habe jetzt eigentlich gerade noch eine Idee gehabt, die ist aber, glaube ich, ein bisschen unklug. Dass man jetzt hier bei der, ja, bei der T-Rex-Transportbox
noch das Skelett eines T-Rex mit dazu stellt. Aber glaubt, der ist zu groß für die Transportbox. Na, ja, gut. Sieht trotz allem besser aus, als es einfach leer zu lassen.